Lieber Herr Dr. Triebel, lieber Herr Goller, lieber Herr Bürgermeister, liebe Frau Vizepräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie kennen alle diese drei Worte. Das hat was. Wann sagen wir das? Vielleicht, wenn Sie den Titel gelesen haben. Vielleicht auch, als Sie das Musikstück gerade hören. Nun, wir sagen diese drei Worte, das hat was, wenn wir etwas nicht sofort in seine Einzelteile zerlegen wollen und unsererseits äußern möchten, da ist was dran. Das hat mit mir gesprochen. Das bewirkt etwas in mir. Nun, es geht immer um etwas Subjektives, wenn wir das sagen. Wir wollen den anderen mitteilen, guck mal, das könnte auch für dich was sein, aber zunächst mal ist das was für mich. Und dieser Titel, den wir heute über diese Veranstaltung lesen, spricht auch die Subjektivität an. Fühlen und Denken ist etwas sehr Subjektives. Natürlich kann man gemeinsam Gefühle entwickeln. Natürlich kann man auch gemeinsam denken, aber zunächst einmal ist das Individuum angesprochen in seiner Befindlichkeit, mit seinen Gedanken, mit seinem Gefühl. Und bei der Kunst geht es natürlich vor allen Dingen auch um diese Subjektivität. Damit bin ich schon mal einen Teil meines Vortrages, nämlich die Wirkungen von Kunst auf den Einzelnen und für die Einzelnen zu beschreiben. Und natürlich ist das unmöglich, das in Worten zu machen. Also hat man sich dafür schon eine Figur erfunden, die in den letzten Jahren in der Kulturpolitik und auch in der Kulturwirtschaftspolitik angewendet wird. Die möchte ich erklären, das ist die kulturelle Wertschöpfungskette. In diesem Wort Wertschöpfungskette steht schon der zweite Begriff, auf den ich eingehen möchte. Die Wirkung und die dann der Wert, den etwas hat. Und schließlich soll ich natürlich auch etwas zur gesellschaftlichen Relevanz von Kunst und Kultur sagen. Also Relevanz ist das dritte Wort, auf das ich eingehe. Wirkung, Werte, Relevanz von Kunst und Kultur. Ich sagte schon, die Summe des Ganzen zu zerlegen und damit in seine Einzelteile, bringt nicht immer das Ganze in den Blick, beschreibt nicht immer das Ganze und in diesem Ganzen ist immer auch etwas Emotionales angesprochen, etwas Immaterielles, etwas, was wir nicht so ganz fassen können, wenn wir sagen, das hat was. Es ist darin eine Idee, eine geistige und schöpferische Leistung enthalten, wenn es um Kunst geht. Denn ohne Urheberschaft, ohne Subjektivität, gäbe es gar nichts am Beginn der sogenannten kulturellen Wertschöpfungskette. Die kulturelle Wertschöpfungskette beginnt mit dem schöpferischen Akt eines Choreografen, Künstlers, Komponisten, wir werden es ja heute erleben, ein neues Werk kommt in die Welt. Und dieses Werk wird dann aufgeführt durch ein Streichquartett, nachher mit Klavier, und sodass es produziert wird. Und dann wird es vielleicht weiterverarbeitet in Form einer CD, einer Aufnahme und schließlich an den Konsumenten, an den Hörer, an den Nutzer, an den Betrachter des Kunstwerkes vermittelt und er, sie konsumiert dann dieses Kunstwerk. Es ist schon spannend, dass am Anfang und am Ende dieser kulturellen Wertschöpfungskette immer ein Individuum steht. Aber dazwischen ganz viele Dinge passieren. Da ist ein Kunstverein, der sagt, wir machen einen Kompositionsauftrag. Da ist eine Regierung, die gibt Geld dafür, eine Staatsregierung, einen EU-Topf gibt es dafür. Und wenn es vielleicht zu einer CD-Produktion kommt, dann kommen auch wirtschaftliche Unternehmen hinzu, Medienkonzerne, der Rundfunk spielt eine Rolle. Und Sie sehen also, zwischen dem Individuum, was mal diese Idee hat, und dem Individuum, was das Kunstwerk in welcher Form auch immer, in welcher Gelegenheit auch immer, konsumiert und erfahren darf, stehen sehr viele andere Institutionen und Produktionsweisen. Es ist schon merkwürdig, meine Damen und Herren, dass wir sagen, naja, jemand, der so ein Copyright erfindet, der Künstler ist, Musiker, Komponist, toll. Diese Idee hat er ja. Das wollte er ja schon immer noch machen. Muss man das denn dann so groß bezahlen? Und das führt dazu, dass natürlich sehr viele Menschen sich in diesem Feld ausbeuten lassen, weil sie ihre Idee unbedingt zur Verwirklichung bringen wollen. Das galt schon für Bach und Mozart. Es ist eine hohe intrinsische Motivation bei denjenigen vorhanden, die eine Idee in die Welt setzen.
Und das erinnert mich manchmal an einen wunderbaren Satz von Hermann Glaser, der gesagt hat, Kultur ist wie eine Kakteenzucht. Wenig Wasser, viele Stacheln und herrliche Blüten. Aber ist das Prekariat das, in dem tatsächlich gute Kunst entsteht? Ich mache ein Fragezeichen dahinter, das können wir heute nicht weiter ausführen. Aber zumindest sollten wir darauf achten, dass unsere Künstler und Künstler in Deutschland nicht einfach abgezockt werden, sondern für ihre geistige Leistung auch bezahlt werden. Und deswegen finde ich es gut, dass hier die meisten, die ich gehört habe, jedenfalls auch etwas dafür bekommen, dass sie hier mitmachen. Zunächst einmal halten wir fest, am Anfang der Wertschöpfungskette steht das Individuum mit seinem geistigen Akt, seiner schöpferischen Leistung. Und wir tun gut daran, diese zu ermöglichen. Hat denn diese nun einen Wert in der Wertschöpfungskette? Ich habe heute auf der Fahrt hierher gelesen, im Art-Magazin, dass das Museum Rosbroich, ein Gerhard Richter vor einigen 20, 30 Jahren, ein Tiger, heißt das Bild, für 9000 Mark erworben hat. Es ist jetzt 20 Millionen Euro wert auf dem Kunstmarkt. Also tatsächlich hat ein Kunstwerk unter Umständen sogar einen Preis, unter Umständen sogar einen sehr hohen Preis. Und bei der Preisbildung spielen ganz verschiedene, unterschiedlichste Faktoren eine Rolle. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Relevanz, mein zweites Stichwort, eine große Bedeutung spielt bei der Preisbildung. Hat der Künstler Relevanz? Das muss nicht immer die Relevanz für jeden von Ihnen, jeden Einzelnen sein. Es ist vielleicht die Relevanz für eine ganz bestimmte Sammlerschicht, eine ganz bestimmte Museumsdirektorenschicht. Man weiß das nicht immer ganz genau, wie der Kunstmarkt sich jetzt hier so entwickelt und warum etwas so ist. Man kann es natürlich beschreiben. Wir wissen auch, Gerhard Richter ist ein unglaublich toller Künstler. Wir wollen uns jetzt auch nicht an ihm messen. Ich wollte nur ein Extrembeispiel nennen. Ich kann empfehlen, das Buch von Herrn Sessling und einem anderen Autor, die geschrieben haben, jetzt ein Buch, ein Pamphlet, Geld frisst Kunst, Kunst frisst Geld, wo diese Mechanismen einmal auseinandergenommen worden sind. Kurz und gut halten wir einmal fest, ja, ein Kunstwerk bekommt auch, hat auch einen Preis, auch eine Choreografie, ein Theaterstück, all das kann man in materiellen Bewertungen erfassen. Aber Sie können sich schon vorstellen, darum geht es heute und mir auch sonst nicht unbedingt, sondern mir geht es ja um die Wirkung, die ein Kunstwerk, ein Kunsterlebnis hat. Und die Relevanz, die darin steht, besteht in der Wirkung. Das ist eine sehr individuelle, eine immaterielle Wirkung, eine, die wir gar nicht so genau erfassen können. Deswegen sagen wir, das hat was. Und da behaupten wir natürlich auch oft Wirkungen, gerade als Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, die gar nicht unbedingt immer zu beweisen sind. Immerhin können wir festhalten, dass das Individuum, das ein Kunstwerk betrachtet, erlebt, genießt, eine ganz eigene Position zu dem, was man hört, sieht, erfährt, einziehen muss. Mit den Augen fühlen, mit den Ohren denken, eine eigene Position gedanklich und emotional. Und darin besteht die wichtigste Wirkung eines jeden Kunstwerks, nämlich dass man Eigensinn entwickelt, Eigensinn hat, Eigensinn braucht, um sich mit dem Kunstwerk auseinanderzusetzen, um es zu erfahren, einzuordnen. Und da kann man auch nur sagen, das spricht nicht mit mir. Das hat gar nichts damit. Auch nicht schlimm. Nicht jeder Künstler möchte mit jedem unbedingt eine Wirkung erzielen. Das ist am Anfang relativ, wenn dieser Schöpfer entsteht, ungewiss, in welche Zukunft von Wirkungen das Kunstwerk jemals eintreten wird. Halten wir also fest, am Ende der kulturellen Wertschöpfungskette geht es so wie am Anfang um Eigensinn, Eigenart, Eigentümlichkeit. Interessant, dass wir immer wieder das Wort eigen kombinieren, wenn wir davon sprechen. Das heißt aber nicht, meine Damen und Herren, dass es nur darum geht, dass das Kunstwerk der wahren Welt eine eigene Welt entgegensetzt, die Andersheit ermöglicht, sondern wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir uns mit einem Kunstwerk auseinandersetzen, entwickeln wir zugleich Gemeinsinn. Gemeinsinn in der Form, dass wir erkennen, was verbindet uns denn untereinander. Viele, viele Kunstwerke befassen sich ja mit den Werten, die in der Gesellschaft vorhanden sind, befassen sich mit Unterschieden, die in der Gesellschaft zwischen Kulturen auch vorhanden sind. Und insofern ist der Eigensinn, unsere eigene Positionierung immer auch die Auseinandersetzung mit einer Gemeinschaft, ob wir es wollen oder nicht. Und ich muss nicht jetzt ganz so platt sein, aber natürlich ist das, was in Paris passiert ist, genau diese Fragestellung.
die eine Karikatur den Gemeinsinn anspricht, den Eigensinn anspricht und daraus Konflikte entstehen, wie auch immer das jetzt im Einzelnen bewertet werden kann und muss. Wer also Kunst fördert, meine Damen und Herren, fördert Eigensinn zu entwickeln und die Politik aber zielt ja auf Mehrheiten. Wie geht das denn jetzt? Lauter eigensinnige Individuen wollen wir haben? Ja! Denn wenn eigensinnige Individuen gemeinsam stiften, gemeinsam wie jeden zum Kunstverein, dann entsteht etwas Neues, dann entsteht etwas ganz Besonderes, dann entsteht etwas, was auch unsere Gesellschaft verändern kann, wo viele eigensinnige Individuen sagen, das machen wir jetzt mal gemeinsam, dann hat das was. Ich habe damit ganz klar ausgedrückt, meine Damen und Herren, in der Kunstförderung liegt selbstverständlich eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Denn in Kunst und Kultur geht es immer auch um die immateriellen Werte unserer Haltung und Einstellungen über individuelle Zwecke, Ideale, Glaubensrichtungen, Mythen, Auseinandersetzung mit unserer Befindlichkeit, mit dem Wahren, Schönen und Guten. Und die Fragen geht es, die gestellt werden darin, woran sollen wir uns orientieren? Wie lässt sich unser Leben schön gestalten und auf welche Erkenntnisse können wir bauen? Tatsächlich trägt Kunstförderung ganz wesentlich dazu bei, dass wir uns orientieren können in dieser Welt. Aber dass wir auch eine Lebensqualität erfahren dürfen, die wir ohne Kunst und Kultur so nicht hätten. Es geht also auch um mehr Lebensqualität. Lassen Sie mich jetzt vielleicht noch einen kleinen Ausflug machen in die aktuelle Situation, in der wir gesellschaftlich leben. Denn ich soll ja auch die Relevanz von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft beschreiben. Die globale Entwicklung, meine Damen und Herren, bringt einen gewaltigen Wandel mit sich, der in seinen Technikfolgenabschätzungen noch gar nicht mal nicht ausreichend untersucht werden konnte. Es geht um die Digitalisierung. Wir erleben mit der Digitalisierung das Zeitalter eines sogenannten, von Georg Franz so genannten, mentalen Kapitalismus. Längst ist nicht mehr der Tausch und der Kauf materieller, fassbarer Produkte das Entscheidende, das alles bestimmende Handelsobjekt, sondern es ist der Kauf und Tausch geistiger Leistungen, von Ideen, von Kreativität, von Musik, von Bildern. Das floatet im Internet hin und her. Die gewaltigen Datenautobahnen und virtuellen Netzwerke ermöglichen es, Ideen, Verhaltensmuster und Vorlieben eines jeden Einzelnen nachzuverfolgen. Das könnte dir auch mal gefallen. Und wer über diesen Netzwerk und die Knotenpunkte in diesen Netzwerken verfügt, darüber die Macht hat, der ist in der Ökonomie der Aufmerksamkeit der Herrscher. Und es sind schon interessante Entwicklungen, dass ein Buchhändler begonnen hat, namens Amazon, und heute zu der teuersten Marken der Welt gehört. Dass ein Mensch auf die Idee kam, dass Menschen sich untereinander austauschen können, ihre Bilder und Ideen austauschen, Facebook, und gehört zu den 3, 4 teuersten Marken der Welt. Milliarden werden umgesetzt. Und die Marke, die die teuerste Marke der Welt ist, heißt Google. Teurer als Coca-Cola. Und was tut die? Die gibt uns Orientierung. Wir tippen ein und werden orientiert. Und wir müssen dafür überhaupt nichts bezahlen. Es ist völlig kostenlos für uns. Wer gibt uns denn da eigentlich die Orientierung? Sehr spannende Prozesse. Algorithmen, Menschen, die dafür bezahlen, ganz viele, die es ausnutzen. Eine unheimliche Macht vielleicht. Vielleicht auch eine, die wir natürlich weiter brauchen werden. Ich will nur mal ein Fragezeichen weitermachen und sagen, dass im mentalen Kapitalismus wir längst angekommen sind und die teuersten Marken der Welt sind nicht mehr diejenigen, die fassbare Produkte herstellen, wie Rosenthal oder Hutschenreuther, sondern diejenigen, die virtuelle Produkte und Ideen und geistige Leistungen austauschen, deren Austausch befördern und damit ihr Geld verdienen. Insofern, meine Damen und Herren, ist es doch sehr, sehr wichtig, darüber nachzudenken, wie wir als analoge Wesen sich uns in dieser Welt orientieren. Und insofern finde ich diesen Spruch von der Tate Modern so toll, den Chris Bergmann geprägt hat. Kommen Sie in unser Museum, dort stellen wir die Fragen, auf die Google und Wikipedia keine Antwort wissen. Halten wir fest, in diesen kulturellen Wertschöpfungsketten
sind längst Produktionsvermittler am Werke, die wir gar nicht alle erfassen können und auch wo wir als Staaten und Zivilgesellschaft auch nicht mehr die Macht drüber haben. Längst wird die Vermittlung zwischen dem schöpferischen Akt und dem einzelnen Individuum, jedenfalls dann, wenn es um diese virtuellen Werte geht, von Produktionsweisen bestimmt, die komplett kommerzialisiert sind und für uns schwer erfassbar bleiben. Und insofern ist es umso wichtiger, dass wir die Kunst und Kultur vor Ort, in den Regionen, in den Städten fördern und dafür zusammenkommen und uns zusammenschließen. Und dass es einen solchen Kunstverein jetzt 25 Jahre gibt, zeigt, dass er in Zukunft noch sehr viel zu tun haben wird, vielleicht auch mehr als in der Vergangenheit. Also fördern Sie ihn. Ich finde das toll, was Sie geleistet haben. Nochmal einen Applaus auch von mir. Eine ganz herzliche Gratulation zu diesem Jubiläum. Meine Damen und Herren, ich möchte zusammenfassen mit wenigen Gedanken der UNESCO und die ich dann nochmal interpretieren möchte für uns alle. Die UNESCO hat den Kulturbegriff 1982 einmal in zweierlei Hinsicht definiert, nämlich darüber, wo ich vorhin schon auch gesprochen habe, welche kollektive Bedeutung Kunst und Kultur haben, dass sie Menschen verbinden, Mythen, Religionen, Traditionen, Glaubensrichtungen angesprochen sind. Und zum anderen hat die UNESCO den Kulturbegriff als etwas sehr Individuelles definiert. Das möchte ich Ihnen auch vorlesen. Zitat: Erst durch die Kultur werden wir zu menschlichen, rational handelnden Wesen, die über ein kritisches Urteilsvermögen und ein Gefühl der moralischen Verpflichtung verfügen. Erst durch die Kultur erkennen wir Werte und treffen die Wahl. Erst durch die Kultur drückt sich der Mensch aus, wird sich seiner selbst bewusst, erkennt seine Unvollkommenheit, stellt seine eigenen Errungenschaft in Frage, sucht unermüdlich nach neuen Sinngehalten und schafft Werke, durch die er seine Begrenztheit überschreitet. Zitat Ende. Daraus lässt sich der öffentliche Kulturauftrag herausfiltern, herausarbeiten. Wir brauchen Individuen, die gemeinsam stiften und pflegen. Wir brauchen Individuen, die Verantwortung wahrnehmen, damit diese Prozesse, die ich hier auseinandergenommen habe und auch wieder zusammengesetzt habe, damit diese Prozesse jenseits ökonomischer Zweckrationalität vonstatten gehen können. Und wir brauchen vor allem eine Haltung unserer Gesellschaft, die auf die Freiheit der künstlerischen und kulturellen Entwicklung setzt. Und insofern plädiere ich für zwei Strategien. Eine Befähigungsstrategie, die die Akteure, die Individuen am Ende und am Anfang der kulturellen Wertschöpfungskette und dazwischen natürlich auch die Gemeinschaft in die Lage versetzt, befähigt mit Kunst und Kultur umzugehen. Wir brauchen kompetente Kulturbürgerinnen und Kulturbürger, kompetente Nachfrager, die auch mal abschalten und wissen, was sie denn sehen wollen und hören wollen und dass sie auch neugierig sind auf etwas, was sie noch nie gehört haben. Wir werden ja heute Abend alle sehr neugierig sein, die Neugier auch brauchen, das Einlass einzulassen. Also das eine ist die Befähigungsstrategie und das andere ist die Partnerschaftsstrategie, denn der Staat alleine oder eine zivilgesellschaftliche Gruppe alleine wird es nicht schaffen, was wir brauchen, nämlich eine aktivierende Kulturpolitik, wo alle Sektoren, Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft zusammenwirken und die Kunst und Kultur im Kern fördern, um ihr zur Wirkung zu verhelfen und damit Relevanz zu erzeugen. Lassen Sie mich schließen mit einem Zitat, in dem es wieder um das hat, was geht. Es stammt von Stefan Raab. Er hat vor mehr als 10 Jahren den Schlagerwettbewerb Grand Prix d'Eurovision gewonnen. Nein, bestritten. Mit dem Lied, das folgenden Text hat. Damit möchte ich schließen. Wadda hatte dute da. Wadda hatte dute da. Wadda hatte dute da. Wadda hatte dute da. Hat er denn da was? Und wenn ja, was hat er da? Hat er da was glatt oder hat er da was hart? Da hat er da was, was sonst keiner hat. Oder hat er da was glatt, das was er da hat, das was er da hat, das hat er nun mal da? Dabei war ja gar nicht klar, das da war, was das war, das war doch unklar. Und daran soll man doch mal bitte, was hat er da? Vielen Dank.